einfach ein Bollwerk. Grazie anche soprattutto alla persona che è, sempre presente, molto umile e concentrato, come ho detto, nei momenti in cui c'è bisogno. Er ist mental einfach unglaublich stark, oder? Genau das zeigt der Goalie aus, dass er wirklich einfach dem Team die Sicherheit gibt und da ist, wenn es ihn braucht. Es ist immer unglaublich schwierig, gegen ihn Goal zu schiessen. Man muss so viel investieren, man muss so bügeln, damit man ihn irgendwie überwinden kann. In diesen Key-Situationen ist er einfach immer dort, oder? Und das zwar 100%. Wenn es richtig um die Wurst geht, kommt er einfach noch besser und noch stärker. Und das hat man auch in den Playoffs gesehen. Hat irgendwie das Gefühl gehabt, er spielt schon auf seinem besten Level. Und ist noch besser geworden. Ja, überall wo er ist, ist auch der Erfolg. Darum absolut verdient. Ja, besser, besser, gut. Grundsätzlich waren wir gut vorbereitet. Ich konnte ihm ein bisschen eine Story erzählen, von wegen, dass der Verband etwas für Goalie macht. Und so ein bisschen Goalie-Trainer, Goalie und Head-Coach, wie ist die Beziehung, dass dort ein Bericht wird kommen. Das steht komplett square zu dieser Scheibe. Und du deckst da wie in die Ecken raus, deckst das ab. Da kannst du gut so stehen. Und dann jetzt musst du da jedes Mal rein rotieren, zum Überkommen. Und dann bist du jedes Mal zu spät. Super, jetzt bist du drin! Denke seine Ausgeglichenheit, wenn er täglich mit der täglichen Arbeitseinstellung daherkommt. Oder von der Ausbildung, die er gemacht hat, neben dem Hockey, von der Familie, die er hat, mit 3 Kindern. Denke die Ausgeglichenheit, die Freude am Sport und der innere Drive hat täglich will der Beste sein. Ja! Yep. Liebe! Jawohl! Ich sehe, wie er an sich arbeitet. Und er arbeitet jeden Tag sehr hart an sich, probiert sich stetig zu verbessern. Und ich glaube, aus diesem Grund hat er den Award sicher auch verdient. Und das sieht man auch bei uns in den Trainings. Das Goal ist, challengen sich jeden einzelnen Tag gegeneinander. Und ich glaube, Freude. Die Passion dahinter, ein Goalie zu sein und ich kann immer der Beste sein. Ich glaube, das ist sicher ein Grund, dass er den Award definitiv verdient hat. Ja. All right, great comeback, blue team. That means that you choose the guy on the white team that picks your stuff and brings it to the Bostad Arena for tomorrow's practice, right? I know it's tough to lose at the end like that. You should be pissed off. But we have some comfort for you. So it's almost like a tradition now. At the end of the season, they have the awards for Swiss ice hockey. And for the 28th time, Leo Giannone is awarded goalie of the year for last season. Thank you. Yeah. No, special thanks to you guys. You made it possible, and let's get another one. Yeah. Yes. Woo. Schön. Ich meine, ich komme den Preis über eigentlich von denen, wo ich es verdanken kann, der Mannschaft. Sie haben unglaublich geschafft letztes Jahr. Und es macht Freude. Ja, logisch. Es ist ein großes Ehre und es motiviert extrem zum Weitermachen. Gratuliere. Ich freue mich für ihn. Ich freue mich sehr für ihn, weil er sehr hart gearbeitet hat für das. Ja. Aber es sind sicher Sachen, die dann, wenn es mal vorbei ist mit der Karriere, glaube mal gut kannst zurückschauen kannst, die wieder mal vornimmst und kannst sagen, ja, vielleicht hast du doch 2, 3 Sachen richtig gemacht.